Willkommen zurück zu Spellforce. Beim letzten Mal haben wir, wir haben uns hier eine treue Verteidigung aufgebaut. Und, wollen jetzt so nach und nach uns noch ausbessern mit, den ganzen Dingern, die wir noch verbessern können. Damit wir, eine sehr starke Trollarmee haben. Sache ist halt nur, dass wir zwischendurch vielleicht nochmal den einen oder anderen Troll herstellen müssen. Um unsere Verteidigungslinie besser auszubauen oder so. Müssen wir mal gucken. Wandelnde Festung. Riesentoll mit aufgestellten Belagerungsturm. Okay. Klingt erstmal nicht verkehrt. So. Nahrung haben wir auch schon wieder ein bisschen was. Das ist das große Haupthaus. Das dauert noch. Was wollen die? Verbesserung fertig. Verbesserung fertig. Alles fertig. Okay. Ist ja nicht mal so viel, was wir noch machen müssen. Eigentlich brauchen wir auch Eisen, das haben wir jetzt gerade auch schon zusammen. Verbesserung fertig. Fehlt uns quasi noch das hier mit 500 Eisen. Und dann können wir gucken, was wir überhaupt irgendwie machen. Ich habe keine Ahnung. Achso, und hier. 140 Holz. 140 Holz. Holz ist Mangelware. Und alles andere auch. So, ein bisschen warten müssen wir. Aber dann geht's rund. Dann wirklich. Das können wir später auch nochmal vielleicht machen, wenn es halt wirklich Not am Mann ist oder so. Warum mit. Ach ne, das ist ja schon. Upgrade bereits durchgeführt. Dann nur noch hier die 500 Eisen. Und da haben wir alles, ne? Glaube ich. Verbesserung fertig. Okay. Wir haben immer noch 10 von den Fliegeviechern, ne? Das ist ja gut. Okay. Das läuft. Da können wir tatsächlich. Wo kommen die her? Ein klein wenig schneller stellen auf das Risiko hin, dass wir dadurch nicht mehr hinterherkommen bei dem, was ich tue. So, das haben wir. Dann. Wir brauchen ja Belagerungsbeppos. Welcher eignet sich denn von denen hier? Alle. Zumal mal. Na gut, aber das ist ja Nahkämpfer. Er bringt mir ja bei den Türmen halt weniger, ne? Würde ich mal jetzt knallhart behaupten. Probieren wir mal den Werfer. Weil wir müssen ja in diese Turmreichweite kommen, ne? Was ist denn das hier mit den. Nicht hier. Hier? Nee. Hä? Hier, Belagerungswerkstatt. Wandelnde Festung. Kann ich hier herstellen oder was? Was? Wie? Okay. Verbesserung fertig. Okay. Keine Ahnung. Ja, wirklich keine Ahnung.
Ah, davon verdammt viel. Muss mal einmal ausprobieren, ne? Ihr verteidigt ja hier ganz gut. Weiter so, aus euch wird noch was. Was ist? Ein Notfall speichern und einfach mal gucken. So. Hier. Ich jetzt sage, ihr sollt hier so einen Turm angreifen. Mir nach. Also du bleibst mal lieber hier. Zwecks Verteidigung und so. Darf ich dir aus? Die gehen auch alle viel zu nah ran. Ah, die nicht. Okay. Wo ist meine Keule? Das würde gehen. Okay. Muss man ja wissen. Verstehst du, was ich meine? Was? Na schön. Verschwinden. Ja, das. Hä? Wieso gehen die jetzt im Nahkampf? Haben sie doch eben auch nicht gemacht. Was denn? Hier noch eben geworfen, oder nicht? Oder waren es dann doch die Werfer? Die sollen weggehen. Wo ist meine Keule? Hä? Die haben doch eben auf das Ding da was draufgeworfen, oder spinne ich? Was denn? Was wollen die? Da, jetzt? Jetzt machen die wieder so. Hä? Oder liegt das daran, dass die sich einfach nur hinstellen und dann selbst angreifen, wenn sie in einer gewissen Entfernung sind? Was? Die sind mir ja wirklich schleierhaft gerade. Auch gut. Was ist? Na schön. Ja, okay. Geht's los? Na schön. Das ist ja ein bisschen blöd gemacht, ganz ehrlich. Das sind so Dinge, die das ist ja wissen, dass es so nicht ist. Stürmt die Feste! Ah, die Scheiße. Wir sollen weggehen! Wo ist meine Keule? Wo kommen die her? Wir sollen weggehen! Warte, ich komme ja schon zum Heilen. Okay, hat sich erledigt. Hier. Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Was alles ist passiert. Die? Was wollen die? Verteidigt euch! Verschwindet! Nein, komm nicht weg. Jetzt sind die hier vorne, aber greifen nicht an. Ja, okay. Also über diese der Bus komme ich halt wirklich nicht hinweg, ne? Man, sonst greifen Fernkämpfer auch nicht einfach so ein Gebäude an. Nur weil sie in der Nähe sind. Da weigern die sich immer. Weißt du, was ich meine? Was ist passiert? Was wollen die?
Die meisten haben aber einfach nur irgendwelche Keulen, ne? Nichts zum Werfen. Schleudersteine auf Gegner, das kann ich nochmal probieren. Gut. Jetzt kommt ein größerer Angriff. Oje, oje, oje. Was ist passiert? Was wollen die? Verschwindet! Wo ist meine Kohle? Aber so gefühlt halten Trolle, glaube ich, relativ wenig aus. Kann das sein? Oder aber einfach die Skelette sind grundsätzlich sehr stark. Auch möglich. Darf ich töten? Ich brauche noch ein paar Einheiten. Okay. So. Bereit. Und jetzt? Ja, 20 Einheiten. Ich glaube, es reicht nicht für die hier. Behäuteter Kämpfe. Lecker. Wir müssen halt am Meer rein und so kommen, was halt schwierig ist, wenn du halt nicht mehr Stein hast. Warten. Wir heizen ihn gleich ein. So. Auf meinem Befehl. Da kommt noch einer. Bereit. So, probieren wir's. Vorwärts. Mir nach. Vorwärts. Schnell, sofort. Ja, so stückchenweise. Sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Wo kommen die für her? Die Freiheit! Vorwärts! So, ein bisschen weit entfernt hier. Vorwärts! Mir nach! Gehen wir nochmal kurz looten. So. Schnell! Den tollen Dolch, den ich vielleicht jemandem geben kann. Und los! Folgt mir! Schnell! Wir wollen weggehen! Folgt mir! Ja, das wird so nix. Wo ist meine Kohle? Für die Freiheit! Verschwindet! Diese Festen sind stark, Freund. Wir brauchen Belagerungswaffen. Wo kommen die her? Nee, die Feste ist nicht das Problem. Zurück mit euch! Ich brauch keine Belagerungswaffen für Einheiten. Was ist passiert? Zeit zu sterben! Hey, raus auf der Stadt! Was soll's haben? In die Schlacht! Wir wollen weggehen! Was? Ach so, ach Scheiße! Hey, raus aus der Stadt! Zu den Keulen! Zu den Keulen! Folgen in der Stadt! Holz für Leute, tschüss! Folgen in der Stadt! Okay. Ja? Repariert mal. Folgt mir! Definiert, repariert mal. Aber sie machen nichts. Arbeit! Auf mein Kommando! Verschwindet! Wie geht das? Das kriegen wir hin. Die halt alle so durchgelaufen sind, ne?
Wir haben auch keine Trolle, die nur Eisen kosten. Damit käme ich jetzt ein bisschen voran, aber na gut. Ist wie es ist. Könnt ihr mal neue Türmchen bauen? Oder nicht? Ja. Weil in der Mangelung von Ressourcen. Folgt mir! Mir nach und los! Schnell! So. Aber jetzt. Da rein sollte jetzt gehen, ne? Die Türme sind ja weg. Vorwärts! Oh nein. Mir nach. Da kommt jetzt immer hier so ein Einzelner einfach durch, ja? Geht und los. Los. Wir brauchen Türme. Oh, hey. Das hilft nichts. Helft mir. Mir nach. Feinde, hier. Die greifen an. Türme und eine kleine Grundverteidigung. Sofort. Was? Oh. Immer ich. Folgt mir. Bitte warten. Dass hier der Riese auch nicht alle zugemacht hat, ne? Bedauerlich. Stellen sich jetzt hier wieder alle im Weg oder kommen die jetzt alle? Ich glaube, die kommen einfach alle. Okay. Wo kommen die her? Bitte fertig, was ist passiert? Was wollen die? Warum? Stellen wir uns hier gleich nochmal mit ein paar Trollen einfach hin. Wenn wir dann die Ressourcen dafür haben. Im Moment haben wir nichts davon. Wir waren vorher besser verteilt, als wir hier noch Bäume hatten, ne? Ah ja, damals. Bitte fertig, ja? Ja. Werfer, Schlechter. Wieso, dass hier 4-5 Einheiten stehen? Kann sich ja nur um Stunden handeln, ne? Aber auch nur, weil Ressourcen immer knapper werden. Weil hier die Steinmine müsste inzwischen auch schon. Ja, die ist auch schon hinüber. Hier oben sowieso. Ich meine, wir können froh sein, dass überhaupt halt irgendwie was bei rumkommt. So. Jetzt können wir selbst irgendwie weiter. Wir haben da eine kleine Verteidigung stehen. Vorwärts! Dann gucken, wo lang. Sofort. Immer da rum. Sofort. Verderben bestimmt. Vorwärts. Mir nach. Und los. Jetzt mies, wenn jetzt hier irgendwie nochmal so ein Turm steht. Zum Angriff! Verschwindet! Was wollen die? Verschwindet! Für die Runde! Was ist passiert? Zur Ehre Armin! Verschwindet! Ihr
Unifizierte Schlüsselwächter. Verschwindet! Okay. Bringen wir es zu Ende. Hier? Ein Schild. Okay. Hier? Zurück. Hier so ein Seelenfeld. Das kann man einmal mitnehmen, ne? Noch eine schöne Kiste. Sofort. Bevor ich jetzt ein Signal befreie, muss ich ja gehen, dass hier sonst nichts ist. Und los! Mal gucken. Hier hinten geht es auch noch irgendwie rum. Was ist da unten? Ach so. Ah. Okay. Ein Aria-Kristall. Schnell! Ich habe schon lange nicht mehr gesehen, sowas. Nein, das ist noch eine Kiste. Wir haben auch noch beim Riesen eine Kiste, ne? Darf ich nicht so vergessen. Schnell! Aber eins nach dem anderen. Royal befreien wir auch gleich. Vorwärts! Erstmal machen wir hier diesen Gebirgspass ein bisschen clear. Wo kommen die her? Die sollen in die Schlacht. Wo ist meine Keule? Hier ist anscheinend noch eine Höhle, wo Viechers rauskommen, ja? Oder ist ein Durchgang zu der anderen Höhle oder so? Ich hab keine Ahnung. Schnell! In die Schlacht! Wir sollen zurück mit euch! Und los! Ja, ich habe auch noch Talentpunkte durch das Level-Up, das ich noch vergeben kann. Bringen wir es zu Ende. Schnell. Also auch Setpunkte und so. Wo ist meine Kohle? Wo kommt sie her? Die Freiheit. Mir nach. Bitte warten. Was ist passiert? Vorwärts. Verschwindet. Für die Freiheit. Doppelschuss. Schnell. Er hat einfach so einen Steinhagel erlebt. Wo kommen die her? Wo kommen die her? Ja, auch wieder jede Menge gespawnt gerade. Verschwindet. Er spawnt trotzdem. Schnell. An den Löchern. Folgt mir. Mir nach. Hier wird es aber kein Turm, ne? Nee. Okay. Folgt mir. Das hier ist ein Punkt, wo wir jetzt einmal zum Jahr müssten. Wahrscheinlich damit hier storybedingt es weitergeht. Ich stehe jetzt mal dahin. Mir nach. Und ihr. Was ist das? Geht mal hier kurz zum Riesen. Na schön. Weil es gibt ja hier noch eine Kiste. Von mir aus. Ja, von mir aus, genau. Ja, sonst ist, glaube ich, bei mir in der Base jetzt einigermaßen ruhig geblieben, ne? Ach. Verstanden. So, Blutband, schwarzer Tod, Bernsteinhelm. Okay. Verstanden. Repariert ihr mal den kostbaren Turm. Und wir gehen zum Jarl. Eine verschlossene Gefängnistür öffnen. Die vielen Schlösser der Tür öffnen sich gleichzeitig mit einem lauten Schlag. Die Tür geht auf. Guten Hallo. Nicht aus Bart bin ich froh, euch zu sehen. Hat er schon nicht mehr auf Rettung gehofft? Seid ihr mit Uram hier? Nein, ich kämpfe mich nach Kartei durch. Aber ich habe Uram in der Onyxbucht getroffen. Dort war er den Hasim in die Hände gefallen. Uram wurde aufgehalten? Also keine Hilfe aus Fastol?
Ach, das Pech verfolgt uns wie ein hungriger Köter. Verdammt! Wir sollten unter der Leitung von Uram die alten Orkenfesten auf diesen Pass sprengen. Wir waren nicht schlecht überrascht, als wir herausfanden, dass sie voller Untoter waren. Die meisten meiner Gefährten fielen im ersten Kampf. Die anderen wurden versprengt oder gefangen. Aber Uran entkam. Ich hatte gehofft, er wäre mit Verstärkung zurückgekehrt. Ihr solltet euch mir anschließen, Zwerg. Dann kommt ihr wenigstens lebend hier heraus. Wahr gesprochen. Ich folge euch, Runenkrieger. Übrigens, man nennt mich Jarl. Ja, Jarl ist eigentlich eher so ein Titel, ne? Aber gut. Okay, der folgt mir jetzt einfach so, okay. Also nicht als steuerbarer Typ. Gut. Bring mit Jarls Hilfe ein Loch in den Festungswall. Okay. Ich geh dann mal. Und los! Bitte warten. Sind wir schon da? Denken sich die Trolle. Sind wir schon da? Ist es noch weit? Warum halten wir? Mir nach! Ah. Vorwärts! Seht ihr die Fässer dort drüben? Das war der Platz, an dem wir unsere erste Sprengung machen wollten. Ich sehe keine Fässer. Ein Teil der Sprengfässer steht noch da. Die Untoten wissen ja nicht, was sie da vor ihrer Haustür stehen haben. Diese Fässer sind randvoll mit Feuerpulver. Ich habe zwar nicht Urams Wissen, aber ich kann versuchen, sie zu zünden. Das sollte ein hübsches Loch in der Mauer geben. Dann habt ihr freie Bahn. Was meint ihr? Klar. Tut euer Werk, Jarl. Sprengt die Mauer. So hab ich's gern. Gebt Acht. Zwerge sprengen gerne Dinge in die Luft. Ich bin ein Zwerg. Ich springe auch gerne Dinge in die Luft. Drei, zwei, eins. Frohes Neues! Na, das war klar. Ach du Scheiße, es sind nur ein paar. Bringen wir es zu Ende. Was wollen die? Die Mumien sind ja eigentlich nicht ohne, oder? Nicht umzingeln lassen. Doofe Idee. Das sind wirklich ein paar. Ich würde sagen, tschüss, Jarl. Achtung! Was wollen die? Was wollen die? Verschwindet! Auf mein Kommando! Was ist passiert? Ich würde sagen, wir sterben hier alle. Mit Glück mein Avatar nicht. Und los! Vorsicht! Mir nach! Was ist passiert? Zurück mit euch! Ich brauche neue Einheiten. Blöde ist, ich muss halt jetzt wieder auf Ressourcen warten. Was ist passiert? Ich habe gefühlt nicht viele Mumien beseitigt, ne? Achtung! Okay, geh dann mal. Das hat so keinen Sinn mehr. Dann hoffen wir hier mal auf Verstärkung.
ziehen auch zurück. Ziehen sich auch zurück. Guten Deutsch. Oh nein, sie kommen jetzt wieder. Oh oh, das wird übel. Wenn die irgendwann ankommen, das wird übel. Wird richtig übel. Wir hatten ja auch die Option, einen anderen Weg zu finden, aber ich habe jetzt keinen anderen Weg gefunden. Oder wüsste jetzt auch nicht. Einen anderen Weg, sonst hätte ich das ja vielleicht gemacht. Weißt du, was ich meine? Das wird übel. Das wird ziemlich übel. Wenn die jetzt nicht hier irgendwie plötzlich durch irgendeinen Höhleneingang hier durchgehen. Können wir eigentlich die von hier auch noch abziehen als zusätzliche Verstärkung für hier? Ah, mal gucken. Arbeit! Die sind bald da. Die sind ziemlich bald, ziemlich da. Das war's, ich bin tot. Dahin sind auch welche stehen geblieben. Oh ne, die gehen zurück, hä? Hier? Ach, die, okay, die gehen da, und dann kommen sie dann doch wieder, okay. Das wird übel. Das wird zu übel. Was ist? Schon da kommen gut. Sie. Achtung! Was wollen die? Kämpft! Das sind halt so viele. Verteidigt euch! Wo kommen die her? Achtung! Wo ist meine Keule? Vorsicht! Verschwinden! Aber es sind tatsächlich eine Ecke weniger geworden. Vorsicht. Da kommen auch noch welche nach, ein paar. Oh je, okay. Ich habe jetzt nichts, was irgendwie Feuer groß macht, ne? Vorsicht! Vorausgesetzt, sie sind so feuerempfindlich wie die einen aus dieser Wüste da, wo wir waren. Das weiß ich halt nicht. Verteidigt euch! Verschwindet! Was wollen die? Auf mein Zeichen. Hier. Verschwinden! Achtung! Was wollen die? Okay, ich glaube, wir schaffen es. Urias hält sie hier in Schacht. 5 Stück kommen da noch. Wenn sie einmal zurückgelaufen sind und dann wieder zurückkommen. Okay. Oder auch nicht. Die wissen selbst nicht, was sie tun wollen. Aber eigentlich sind die ganze Zeit genau immer ein Stückchen näher gekommen.
Dann laufen sie immer zu dem Punkt zurück, wo dann in dem Fall Urias wieder angreifbar war. Und sie dann ihrem Primärziel wieder folgen können. Hätte ich aber nicht gedacht, dass wir das schaffen. Bin ich ganz ehrlich. Verschwindet! Die sollen weggehen! Wo ist meine Keule? Wo kommen die her? Was wollen die? Okay, wir haben es geschafft. Gut. Dann machen wir einmal Schnelldurchlauf, füllen jetzt unsere Ressourcen ein bisschen auf. Damit ich für die nächste Folge dann wieder einen Stoßtrupp habe, mit dem wir dann weiterdüsen werden. Ob das klappt, ob ich das hinkriege, sehen wir dann in der nächsten Folge von Spellforce. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.